So, Lieben, auch wenn noch August ist, wir fangen an mit Herbstdeko. Schaut mal, wir machen uns wunderschöne Kürbisse. Ja. Mal ein bisschen. Kleines Stück höher machen wir. Ja. Wir nehmen wieder unseren Schnellestrichbeton, in dem ist alles drin. Und Wasser. Und rühren und dies an. Schön kurz diesmal anrühren, damit ihr ihn auch noch formen könnt. So, mein neuer Router kam und mal sehen, ob jetzt mein Internet funktioniert. Wenn nicht Telekom hast du verkackt. Nee, zu Vodafone. Heute schön durch, wie Kuchenteig. So, dann nehmt ihr euch irgendein Gefäß und da die schönsten Feinstrümpfe, die ihr habt. Ne, Quatsch, können auch alte sein. Ich trage sowas nicht, darum muss ich die kaufen. Aber da sind 4 Stück drin und die kosten 1,19 Euro. Ich glaube, das kann man verschmerzen. So, dann füllt ihr euren Estrich hier rein. So, je nachdem, wie groß es werden soll. Ihr seht, ich habe hier schon geschmuddelt. Ich habe ja auch schon ein paar gemacht heute. Mit denen nehmen wir uns ja nicht zufrieden. Rinder, komm. Die werde ich nicht. Ich mache immer einen Kürbis, damit immer so ungefähr die Größe ist. Ich immer so 12, so eine Gartenschippen. Gartenschaufeln, Estrichbeton. Diese hier. Puh, oh, bleib hier. Diese hier. Ja, und Wasser müsst ihr denn sehen, so damit ihr hier so einen Modderpumper habt. Geh rein. Aus, war eine dicke Wurst. Sollte aber nicht werden. So ein Kürbis werden. Machen wir einen Knoten hier oben drin. Schneiden wir mal ab. Und dann nehmen wir unser ganz normales Garn hier. Könnt jede andere Schnur auch nehmen, ihr könnt auch Gummi nehmen, was ihr da habt. Ich muss bei dem hier immer aufpassen, das ist so viel Kacke, das reißt immer so schnell. Hier noch eins.
Wie viele der rummacht, das ist euch überlassen, so wie euer Kürbis aussehen soll halt. Kann ich auch noch schön zurechtschieben. So. So. Haben wir schon mal. Drückt immer noch so ein bisschen hier rein, die Mitte. Und die Struppen, die schon mal zu lang sind, geht schon mal ein Stück ab. So, sieht ja schon mal aus wie ein Kürbis. Cool, wa? Sprüht noch mal ein bisschen Wasser. So. Und dann lasst ihr das am besten, ja, 24 Stunden trocknen. Und dann schauen wir mal nach. So, kann ruhig ein bisschen in die Mitte rein gedrückt werden. Da kommt sowieso ein Stiel nachher drin. Guck mal, er hat sich eine Schnur gelöst. So ja noch nicht. Ha. Erwischt, du Luder. So ihr Lieben, die sind jetzt 12 Stunden durchgehärtet, durchgetrocknet, was auch immer. Und jetzt schnippeln wir uns die Schnüre auf. So. Wenn sie nicht ganz abgehen, ist auch kein Drama, können sie auch mit überpinseln. Von hier unten gleich die Strumpfhose noch. Man kann auch die Strumpfhose drum lassen. Das überlasse ich euch, wie ihr das wollt. Die wird dann schön porös. Schnüre hier abgekommen. Ihr seht, es geht noch ab. Kein Thema. Aber ihr solltet ohne zu lange damit warten, sonst kriegt ihr das nachher nicht mehr runter. Absolut. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zur farbigen Gestaltung. Ihr könnt die anmalen mit ganz normaler Acrylfarbe. Ich nutze Acrylsprühfarbe. Die geht super schnell, da kostet die Dose nur 3,99 €. Also so. So, das braucht vielleicht 10 Minuten, dann ist er trocken. So ihr Lieben, jetzt zeige ich euch, wie wir unseren wunderschönen Kürbis, guckt mal, wie schön er glänzt. Diese Lackfarbe, der Vorteil ist natürlich, ihr braucht ihn nochmal extra lackieren, wa? Und er trocknet echt sauschnell. So, ihr seht ja diesen Zippel hier dran. Das nehme ich als Blütenkelch von dem Kürbis, auch als Stiel. Ich habe euch da am Anfang gezeigt, wie ich die Socke zusammengerollt habe und habe das dann hier so reingesteckt. So braucht ihr nicht extra noch einen Stock oder sonst hier darin machen. Nehmt einfach, könnt ihr einfach von der Strumpfhose den Knoten nutzen. Und da, mitgedacht. Manchmal klappt das noch. Das nehmen wir ein bisschen grün, wa? Ein bisschen gelb angemischt.
Solche Sachen liebe ich immer, diese kleinen Tuben. Reicht immer völlig aus. Ja. Jetzt sind hier diese ganz normalen Acrylteilchen. Haben wir ja doch noch schön mit Wetter erwischt, Mensch. Und glaubt mir, das wäscht sich auch selbst bei Regen nie raus aus diesen Teilen. Ich habe so viele Sachen hier mit Acrylfarbe im Garten bemalt. Wisst ihr, wie das war, wenn die Farbe dann mal rausziehen soll? Geht sie nicht raus. Könnt ihr natürlich auch ein bisschen mit Braun noch anmalen, also das ist euch überlassen. Hey, huch, wie ihr euch das vorstellt, dass das aussehen sollte. Stellen wir den Grün vor. Wenn ihr das denn soweit habt, dann nehme ich mir hier ein bisschen von meinem Acryl, von dem Wetterfesten, ein bisschen weiß. Ich werde ein paar kleine Highlights setzen. Aber wie gesagt, das müsst ihr alle nicht machen. Das ist der persönliche Geschmack. Redet gleich um, dass ihr das auch seht. Wischt immer noch so ein bisschen. Ich hätte auch mit dem Schwamm auftragen, damit es nicht ganz so stark diese Konturen hat. Das möchte ich nämlich nicht. Ich habe übrigens bloß so ein paar kleine. Fertig ist das Schätzelein. Ja, und der hält über Jahre. Da könnte ich drauf wetten. So, ihr Lieben, bei mir war schon Kürbisernte. Ja, im August. Okay, mit diesen Kürbissen könnte man ihn gut kloppen. Die sind nämlich aus Beton. Oh ja. Jedes Jahr wieder zu verwenden. Kein Schimmeln, kein nichts. Weil meistens legt man die ja schon ab Herbst hin, ab September. Ja, und bevor die Weihnachtsdeko kommt, ist ja noch etliche Zeit. Und ich zeige euch im Video, wie man sowas macht. Guten Betonliebhaber, lassen wir den auch so komplett im Beton.
mögen ja auch einige. Man muss sie ja nicht bemalen.